Hallo, hier ist Anna. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Momentan habe ich meine Offline-Tätigkeit eingestellt und unterstütze euch jetzt vermehrt auch auf diesem Kanal und in Telegram. Biete verschiedene Kurse an und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Lust habt, auch eure Gesundheit zu unterstützen und wiederherstellen, dann bitte gerne kontaktiert mich. Unterhalb von jedem Video findet ihr ein Kontaktformular. Ihr könnt ja auch eure Fragen in Kommentare schreiben, die gängigste werde ich dann auch beantworten. Ich biete Gesundheitsberatungen an, erste Gespräche sind immer kostenlos, also jeder wird unterstützt und begleitet, bis er erfolgreich ist. Natürlich ist das gegenseitige Arbeit und deswegen ist die erste Gespräch zum Kennenlernen von mir immer kostenlos, um einfach zu schauen, wie kann ich euch unterstützen, wie kann ich euch helfen und was seid ihr bereit auch mir zurückzugeben. Heute geht es um ein wichtiges Thema, das zurzeit wirklich sehr, sehr aktuell ist. Das ist Angst und Stress und ihre Auswirkungen auf unseren Körper. Und heute gehen wir speziell auf das Bewegungsapparat ein. Das ist so, dass beim Angst oder Stress gehen unsere Schulter reflektorisch nach oben und wir ziehen Hals sozusagen hinein. Dadurch entstehen Verspannungen in diesem Bereich, also im Nacken-Schulter-Bereich. Und das ist evolutionbedingt eigentlich so ein Reflex, weil wenn wir auch heute Tiere beobachten, die gehen dann immer sich gegenseitig an die Hals. So können sie dann schneller anderen zu verletzen, zerlegen sozusagen. Und deswegen schützen Tiere extrem diesen Bereich und wir auch reflektorisch auch, warum auch immer, ziehen beim Stress und Angst immer unsere Schulter hoch und verspannen hier alles. Von Halswirbelsäule aber gehen sehr, sehr viele unterschiedliche Nerven, die gesamte Körper versorgen. Und heute speziell rede ich über ein Symptom, die im Hand- oder Armverlauf auftreten kann, Kribbelgefühl, Schwächegefühl, unangenehme Missempfindungen. Das kommt auch von diesem Problem. Und zwar hier habe ich jetzt Wirbelsäule aufgezeichnet. Das ist jetzt praktisch die Halswirbelsäule, die Übergang in die Brustwirbelsäule. Und hier sehen wir drei wichtige Muskeln. Das sind Treppenmuskeln, die befinden sich hier auf diesem Bereich. Zwei vordere Treppenmuskel heben erste Rippe hoch und dritte Treppenmuskel hebt die zweite Rippe hoch. Und das geschieht eigentlich beim jeden Atemzug in kleine Maßen natürlich, aber minimal schon und wird verstärkt, wenn unsere größte Muskel, die für Atem zuständig ist, Zwerchfell, nicht mehr aktiviert oder nicht mehr benutzt wird. Und das ist meistens auch beim Stress, dass die Zwerchfell sich verspannt und dann aktiviert andere Muskulatur, die sogenannte Atemhilfsmuskulatur aktiviert. Und die ist, wie man sieht, sehr klein, also die Muskeln hier, die sind sehr fein, sehr klein und die werden überstrapaziert. Mit der Zeit kommt es zu Verspannungen und zu Degeneration. Da aber hier auch zwischen den Muskeln sehr, sehr wichtige Nerven verlaufen, kommt es auch zu Missempfindungen, weil die gehen dann unter dem Schlüsselbein ins Hand oder in Arm und dann ins Hand und versorgen die ganze Gewebe. Wenn das hier alles komprimiert, also zusammengedrückt wird, dann ist es kein Wunder, dass man hier überall irgendwelche Missempfindungen bekommt. Und jetzt zeige ich euch genau zwei Übungen, wie man dieses Problem auch lösen kann. Erste Übung geht so, wir nehmen erst die rechte Hand und legen das auf den Rücken, so dass bei Übung bei uns die Schulter nicht ständig hochgeht. Und danach ziehen Kopf so nach hinten. Also nicht kippen, sondern so nach hinten ziehen, so Doppelkick machen. In dieser Position beugen wir Kopf gerade zur Seite. Also nicht nach vorne, nicht nach hinten, sondern so wie es ist, gerade zur Seite. Liegen linke Arm um den Kopf herum, sodass die Ohr hier erreicht. Und ziehen sanft nach links. Ganz, ganz sanft. Es darf vielleicht ein bisschen ziehen, aber nicht mehr. Und verbleiben in dieser Position. Man kann das auch im Sitzen machen. Danach sanft lösen. Und wechselnde Stellung. Also die linke Arm geht jetzt nach hinten,
rechte Arm um den Kopf herum und wir ziehen wieder ganz, ganz sanft nach rechts. Und wir bleiben wieder in dieser Position. Man kann eine Minute lang das machen und danach wichtig, langsam auflösen. Alle Bewegungen sollen sehr, sehr sanft verlaufen, also keine ruckartigen Bewegungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Bei dieser Übung werden alle drei Treppenmuskel aktiv und gedehnt. Und bei zweiter Übung werden wir die jetzt separat bearbeiten. Und zwar Treppenmuskel, die hier als erste vorsteht, befindet sich direkt hinterm Kopfwender. Kopfwender finden wir ganz leicht, indem wir Kopf drehen und nach vorne beugen. Und hier sehen wir schon, also im Spiegel kann man das anschauen, die Kopfwender. Direkt daneben, also hier sofort daneben, befindet unser erster Treppenmuskel. Wir legen unsere drei, vier Finger drauf und schauen dabei auf die Ellenbogen. In dieser Position beugen wir Kopf nach vorne und nach hinten, ganz, ganz leicht, nicht zu viel. Wieder nach vorne und nach hinten. Dabei, hier in diesem Bereich, spüren wir, wie die Muskel kontrahiert, zusammen sich zieht und wieder gedehnt wird. Zusammen sich zieht und wieder gedehnt wird. Danach gehen wir ein paar Schrittchen weiter, also 1 cm weiter, Richtung Halswirbelsäule. Und machen das gleiche, wir schauen Richtung Ellenbogen und beugen unseren Kopf nach vorne und nach hinten, nach vorne und nach hinten. So bearbeiten wir die mittlere Treppenmuskel. Und die dritte, die letzte erreichen wir, indem wir noch ein Schrittchen nach hinten gehen. Hier befindet sich praktisch fast neben der Kapuzenmuskel, also hier stellen wir unsere drei, vier Finger drauf, wieder schauen Richtung Ellenbogen und beugen unseren Kopf nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Diese Übung kann man auch mehrmals wiederholen. So kann jeder von euch sich selber etwas helfen und unterstützen. Und natürlich, was die Angst und Stress angeht, hier muss man ein bisschen tiefer arbeiten. Also deswegen bitte ich auch direkt die Beratungsgespräche ein, damit wir das wirklich eingehen und beseitigen. Weil Angst kommt immer von der Unwissenheit und das ist sehr leicht, die zu beseitigen. Das ist einfach die Denkfehler ab und zu, die wir einfach verändern sollen und dann haben wir automatisch auch hier wieder alles frei. Man kann auch diesen Bereich ein bisschen massieren, also die Trapeziusmuskel hier hinten so kreisend massieren und auch die Muskel hier nach oben, rechts und links mit drei Finger hochkneten bis zum Schädel und wieder zurück. Die Erleichterung wird sofort spürbar, es wird sofort hier alles leicht. Und man hat auch im Arm endlich wieder Bewegung, also Durchblutung wird aktiviert, Sauerstoff kommt rein, also die Kribbelgefühl oder Missempfindungen, die werden nach und nach verschwinden. Also wenn ihr Fragen habt, also was Gesundheitsallgemein angeht oder spezielle Thema, dann gerne in den Kommentaren schreiben. Ich wünsche euch, übt fleißig weiter und bleibt gesund. Unterstützt mich mit Daumen nach oben. Wir sehen uns, bis bald.